Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. In diesen Tagen führen uns die Texte des Evangeliums zurück in den Abendmahlsaal. Erneut hören wir einige Passagen aus der Abschiedsrede Jesu, die nun nicht allein den Abschied vor den Jüngern, vor dem Leid und Sterben im Blick hat, sondern den endgültigen Abschied, jedenfalls den von Angesicht zu Angesicht. So bereitest du, Herr, die Deinen auf die Himmelfahrt vor, die wir am kommenden Donnerstag begehen. Wie so oft tust du es mit einer göttlichen Pädagogik. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten, so hast du im gestrigen Evangelium den Jüngern verheißen. Heute geht der Herr einen Schritt weiter und versucht die Jünger, die von damals, aber genauso uns alle, in die tieferen Geheimnisse Gottes einzuweihen. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wollen wir, du und ich, es den Jüngern von damals verdenken, dass ihnen das nicht recht verständlich, sondern schlicht zu hoch war? Sind wir im tiefsten nicht dem Apostel Philippos dafür dankbar, dass er die Bitte geäußert hat, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Gott zu sehen, ihn tatsächlich zu sehen, ist einerseits Sehnsucht des Menschen, aber zugleich befällt ihn dabei eine instinktive Furcht. Beide Haltungen kommen in aller Klarheit bei dem großen Propheten des alten Bundes, Mose, zum Ausdruck. Bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch verhüllte er sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Später dann, auf dem Weg in das gelobte Land, ist es Mose selbst, der den Herrn bittet: Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Doch der Herr entgegnete ihm: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in einen Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. In diese Tradition der Sehnsucht, Gott zu schauen, steht der Beter der Psalmen. Noch heute findet dieser Ruf Widerhall im Stundengebet der Kirche. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Angesicht vor mir. Philippus greift eben diesen Ruf auf. Wir können ihm wirklich nur dafür dankbar sein. Ja, Herr, zeig uns den Vater. Hast du selbst uns nicht in der Bergpredigt genau diese Verheißung gemacht? Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Heute aber, Herr, klingt deine Antwort fast ein wenig genervt. Solange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Ist das nicht eine Rücknahme der Verheißung der Bergpredigt? Was heißt das? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Erneut stoßen wir hier auf deine göttliche Pädagogik, Herr. Schritt für Schritt führst du die Deinen, führst du uns in die tiefsten Geheimnisse Gottes ein und damit auch deines Wesens. Gewiss, du bist der Meister, der Rabbi, deine neue Lehre mit Vollmacht verkündet, der Kranke heilt und Dämonen vertreibt. Aber du bist weit mehr als ein weiterer in der langen Reihe der Propheten, mehr als Elia, Jeremia oder Johannes der Täufer, für den viele dich gehalten haben. Du offenbarst dich, wie später die Kirche in lebendiger Tradition bekennt, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Du bist Gott, und daher sieht den Vater, wer dich sieht. Der heilige Johannes, der Autor des heutigen Evangeliums, hat uns den gleichen Gedanken bereits im Prolog seines Evangeliums mitgeteilt. Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und im Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Wie nun können wir dich und so den Vater sehen? Nun, die Antwort wissen wir natürlich. Jedenfalls abstrakt, grundsätzlich, rheinisch gesagt, eigentlich. Indem wir Umgang pflegen, uns um ein immer tieferes Kennenlernen bemühen. Wir können dazu schlicht sagen, Gebet. Am Ende des heutigen Evangeliums begegnen wir einem ganz wesentlichen Hinweis auf das wahre, das christliche Gebet. Immer wieder gibst du, Herr, uns solche Hinweise. Es mögen ausformulierte Gebete sein wie das Vaterunser oder ein kleines Schlaglicht, einen Einzelaspekt. Heute lautet dieser Hinweis gleich zweimal: In meinem Namen bitten. Warum ist das so wichtig? Der Mensch weiß im tiefsten seines Herzens, dass er sich nicht selbst genügt, dass ihm vieles fehlt, was er sich nicht aus eigener Kraft verschaffen kann. Und so durchzieht, jedenfalls bis zur jüngeren Moderne, die Menschheitsgeschichte die Zuflucht zu Gottheiten, denen zugetraut wurde, dem Menschen das zu geben, was er braucht. Gutes Wetter für die Ernte, Heilung von Übel und Krankheit, eigene Nachkommenschaft, all das Wünsche hingeordnet auf das eigene Leben und Überleben. Natürlich können und dürfen auch wir Gott um all diese Gaben bitten. Doch der entscheidende Unterschied liegt darin, wer für uns Gott ist. Das Bittgebet als solches kennt auch nahezu jede vor- und außerchristliche Religion. Woran also liegt der Unterschied? Das christliche Gebet richtet sich an ein reales Du, an eine Person, eben jenen Gott, der uns in Jesus Christus sichtbar gegenübertritt. Leibhaftig den Jüngern vor 2000 Jahren und heute, wie so vielen Generationen seitdem, im Bild der Heiligen Schrift und der lebendigen Tradition der Kirche, auch in mancher Ikone wie dem Grabtuch von Turin. Worin du, Herr, uns in deiner langen Abschiedsrede im Abendmahlsaal einführen möchtest, ist das Geheimnis des tiefsten Wesens Gottes. Du bist im Vater und der Vater in dir. Und du wirst den Vater bitten, und er wird uns einen anderen Beistand geben, der für immer bei uns bleiben soll, den Geist der Wahrheit. Das Wesen Gottes ist damit maßgeblich, ja prägend für unser Gebet. Das christliche Gebet ist immer trinitarisch. Es richtet sich im Namen Jesu an den Vater im Heiligen Geist. Wäre hingegen unser Gebet allein eine Wunschliste von in der Sache noch so legitimen Anliegen an einen nicht näher bestimmten oder erkannten Gott, dann wäre es letztlich nur ein Plappern wie die Heiden. Genau davor warnt uns Jesus in der Bergpredigt. Im Namen Jesu beten fordert von uns, eine immer stärkere Identifikation mit ihm zu suchen. Uns, wie der heilige Johannes im Abendmahlsaal, an seine Brust zu lehnen, wo wir Maß an seinem Herzen und an seinem Herzschlag nehmen können. Mehr und mehr wird es uns dann gelingen, jene Aussage im Ad Oro Te Devote, Gottheit tief verborgen, für unser Gebetsleben fruchtbar zu machen. Sieh mit ganzem Herzen, schenke ich dir mich hin. So hat gebetet Maria, die Mutter des Herrn. Sie hat im Namen Jesu gebetet, indem sie sich schlicht an ihn gewandt hat, am wirkungsvollsten bei der Hochzeit von Kana. Mit diesem einen schlichten Satz: Sie haben keinen Wein mehr. Nehmen wir Maß am Gebet Marias. Und so wird auch unser Gebet ein Beten im Namen Jesu. Ich danke, mein Gott, für die guten Vorzeitserregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.